Und jetzt hier rum. War mal zu weit. Ich dachte, ich könnte jetzt so ein cooles Gerät machen, wo ich so drehe. Und dann gehe ich da mal rein. Mist. Nagelneues. Weil der dürfte so eigentlich keiner mehr nachkommen, weil die alle da oben sind. Also weil der Weg hier gar nicht mehr auf ist, so rum. Stirb! Nein, nicht du, du Zombie, du. Boah, geil. Geil. Ah, da hinten ist so eine Redstone-Apparatur. Dafür bräuchte ich mal eine Fackel. Eine Redstone-Fackel, bitte. Eine reicht? Ja, eine reicht. Und das Schwert mache ich wieder da hinten in den Spender rein. In den Schwertspender. Da ist aber nur eine Spinne drin. Hört man hier eindeutig. So, aktiviere dich. Das Wasser ist jetzt weg. Ich weiß gar nicht, wie hoch ich da gehen. Boah, nee, komm. Komm, lass gut sein. Kann ich ja noch nicht was wegsprengen, die Scheiße. Und was für ein Kasten. Okay, Wasser ist genau da drüber. Oh mein Gott. Oder soll ich den einfach hier, obwohl das sind doch nur 10 Sekunden, oder? Gefühlte 3 Minuten. Pro Block. Und in der Zeit können wir mal irgendwas zu trinken mit einer Hand einschütten. So, man nehme mit der linken Hand die Flasche Kirschwasser und versuche es sich dann einzuschütten. Und dabei noch die Maus bewegen. Oh. Drückt halten ist ja kein Problem, aber dann diese Richtungsänderung, die spontan hier. Dahin zum Beispiel. Boah, Alter. Da lohnt sich da eine Spitzhacke mit Effizienz. Ach Mist, ich kann ja gar nicht verzaubern, wie ich möchte. Ich brauche ja noch den Better Enchanted Mod. So, weg mit dir. Hallo. So, jetzt muss ich erst mal gucken, wo führt das denn hin? Komme ich jetzt hier irgendwie in dem Hof raus oder wo? Ich glaube, der Hof ist jetzt... Nee, ist auch nicht. Ist ja auch nicht genau über mir. Wo ist denn jetzt der Hof? Wo ist der Hof? Ah, schon wieder Hunger. Der Hof hat die Höhe. Was ist es? 63. Und diese verkackte. Dieser verkackte XP-Farmer hat die Höhe 62. Oh Mist, da müsste ich ja jetzt irgendwie hier rauskommen. Ja, ja, toll. Ein Klotz vorher höre ich auf. Gut gemacht. Also darf ich nur bis hierhin. Und ein bisschen Licht wäre nicht schlecht, weil sonst vorne ein Monster und bäm ich hier weg. Das will ja soweit keiner, aber so ein Dreierverbund noch. Okay, die Monster landen hier und werden da hinten hingespült. Ach man, soll ich da wirklich alles abbauen, ey? Mano! Ich baue jetzt immer so 3 Dinger pro Minute ab. Und die anderen 30 Sekunden mache ich was anderes. Einfach was anderes machen. Entspannen. Sich massieren. Nicht das, was ihr denkt. So, jetzt aber.
Okay, die Mobs fallen von da oben runter. Da wäre hier so Wasser drin. Hier so, hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Guck mal, hier wäre Wasser drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann können die hier runterfallen. So, die Frage gerade, wie weit? So vielleicht oder noch ein tiefer? Noch zwei tiefer demnach. So, die fallen dann hier so runter. So, und dann geht's hier dann geradeaus weiter in die Wand rein. Oh, wenn jetzt hier Wasser wäre, könnte ich die dann nicht einfach... Mann, oh! Okay, ein tiefer. Nein! Verdammt! Die fallen dann da... Ja, okay, das gibt eine Riesenkonstruktion. Da habe ich ja wieder was angefangen. Jetzt habe ich meinen Mob-Spawner, habe mir meine XP-Farm kaputt gemacht dafür. Heftig! Aber dann brauche ich auch keine Treppe mehr in der Höhle, weil hier alles voll sein wird. Alles voll sein wird. Dann könnte man ja auch genauso gut... Moment, da geht es dann... zu der Höhle. Und hier kommt dann die Wand hin mit den Kisten. Kiste... Wand, Kiste, Wand. Jetzt könnte man hier theoretisch... Andersrum könnte man das auch so machen, dass dann hier noch zwei Kisten sind. So, da schöne zwei Kisten hin. Mann, habe ich hier was angefangen. Ja, so, so, ne? Einfach mal so, so, ne? Oh, das wird... Oh, alle Dinger weg. Lauf! Oh, der Mob Drop. Bam! So hat der Ofen wenigstens mal wieder richtig was zu tun hier. Und in dieser Ecke der Ofen, der richtig was zu tun hat. Ach, guck mal. Da haben wir es doch. Dann kommen die hier noch rein. Ja, immerhin zwei Stacks. Und ich glaube, hier bei Stone habe ich auch noch was drin. Oh, natürlich. Bei weitem genug. Okay, wenn ich ja fertig bin, ist die Höhle unnütz da unten. Da lohnt sich dann absolut nichts mehr. Das kommt auch noch zu. Da oben kommt hauptsächlich Holz hin. Und hier muss ich jetzt mal gucken, wo der... die XP-Farm da reinkommt. Nein! Penis! Ah, schon wieder. So, jetzt kann hier die XP-Farm da rein. Jetzt kommen hier nochmal ein paar Holzlatten hin. Ja, das könnte gehen. Wobei, da mache ich die genau hier mittig. Das sieht, glaube ich, cooler aus. Weil hier sind jetzt auch genau fünf. Fünf und die mittleren drei, das wird's dann. So. Mittleren drei, ja, alles klar. Oh Mann, oh. Ich hasse es.
Ja, genau. Komm doch noch mehr runter hier, Sand. Ist doch so weit von Ätzen immer. So, ich mach's jetzt einfach mal provisorisch, was hier hinkommt. Aber bis da hinten kann ich mich trotzdem durchgraben. Muss ich ja sowieso hin. Kohle! Das war zu viel weg. Verdammt. Kann sich's ja auch schwerer machen, als es eigentlich schon ist. So, jetzt kommt hier oben ein bisschen Erde rein. Da haben wir sie doch schon. Darüber dann der Cobblestone. Soll ich hier noch einen reinmachen? Nee, ich glaube, hier bündig abschließen lassen ist schon okay. Ist schon okay. Nichts zu markieren soweit. Nein, leider nicht. Oh, da muss ich runter. Da muss ich runter. Das kann ich doch nicht einfach da unten liegen lassen, die ganzen Materialien. Aber ich kann hier unten mal eben den Boden bauen von dem Gerät da oben. Mal Kacksandhaufen. Ach komm, die machen wir auch noch weg. Weg damit. Bin ich hier, habe ich hier eine Holzdecke in der Höhle. Cool. Bin ich hier, habe ich hier. Ich bin nicht, ich habe mal schon wieder hängen geblieben. Ich sollte nicht so schnell drücken. Das meine ich total ernst. Jetzt kommt man ja bestimmt gar nicht mehr raus aus der Höhle. Will doch nur hier raus. Ach, guck mal, da ist. Was hier ist. Boah. Da bin ich aber fast abgerutscht. Ah ja, Mist, wie war das nochmal? Da muss ich halt eine bestimmte Art von Wasser haben. Eine bestimmte Wasserkonstruktion, damit es auch in die Mitte fließt. Mein Brunnen unter den Werkbänken. Immer gut benutzt. Immer gerne genommen. Ne, warte, da kommt ja Obsidian rein. Hier allerdings nicht. Mal einmal diese Kackgeräusche. Ja, genau, Obsidian. Da kommt Obsidian rein. Hier oben, das kann. Ah! Genau. Oben müsste ja theoretisch auch ein bisschen was hin. Hey, ho. Aber solange das noch nicht fertig ist, Fackel hier rein. Fackel hier hin. Hell genug, passt. Ich könnte mal meinen, ich habe das nur gebaut, um an die Kohle zu kommen. Ist aber nicht so. Stimmt gar nicht. Aber oben auf der Karte kann man eigentlich auch gut erkennen. Ich bin schon ziemlich nah an der Wand, wo es eigentlich hin soll. Krass, da wurde mal gerade eben die Aufnahme abgebrochen. Keine Ahnung warum. Ich habe nur gehört, dass die Festplatte sich gequält hat. Obwohl, den kann ich gar nicht hören. Was habe ich denn da gehört? Das kann ich ja gar nicht hören von hier. Bin ich denn hier? Ja, wo bin ich denn da? Ich muss ja übrigens nochmal angucken, wie Mobs da oben transportiert werden. Aber ich glaube, das geht eigentlich mit so Schilder. Mit so einem Schilder-Wasser-Prinzip. Aber dann kann ich den Bereich schon mal fast fertig bauen. Dann mache ich mir eben hier Obsidian hin. So, und hier nochmal drei. Kommt natürlich auch noch der Boden hin, aber das müsste die Creeper-Explosion ja dann aushalten. Obwohl vier wäre nicht schlecht. Bis hier dann. Und der Boden. Und der Boden. Dann kann ich hier so reinlunzen und die kaputt hauen.
kaputt schlagen. Ey, Mann. Wird Zeit, dass die neue Festplatte hier reinkommt. Die schnelle. Ja. Ich will doch die Kohle nicht. Aber hier oben kann Erde hin. Erde. Kommt auch eine Obsidian-Decke hin, sonst ist die Erde komplett weg und ist, ich habe ein Riesenloch im Garten. So, meine Herren. Eins zu hoch. Test. Es muss da hinten ja einigermaßen... Obwohl, ne, gar nicht. Mist, es ist eins zu hoch. Eins zu niedrig. Ne, es muss jetzt alles wieder abbauen. Kehrt mal hier nachher. Die Mobs müssen ja auf dieser Höhe stehen, damit ich sie so hauen kann. Weil wenn die auf Augenhöhe sind, schießen die Skelette ihre Pfeile dadurch. Will ja keiner. Also, kommt hier nochmal Obsidian rein, unten. Können die hier weg. Aber ich simuliere das mal eben mit Erde alles. Simulant. So, Erde ist gleich Obsidian. Kann ja einfach die Textur ändern, dann sieht es wenigstens gut aus. Der Wart hier oben muss nicht, da brauche ich jetzt nichts. Brauche einfach nur was, was das Wasser auffällt. Und die schöne Kohle hier nochmal wegnehmen. So, alles klar. Wasser müsste jetzt hier drum laufen. Zu weit weg. Immer noch zu weit weg. Was ist denn, wenn ich hier oben anfange? Oh nein! Es verteilt sich im Lager. Also demnach so.